Herr Professor Sell, wenn Sie derzeit die Lage der Jobcenter charakterisieren müssen, wo stehen wir 10 Jahre nach Hartz IV? Ja, die Situation der Jobcenter ist irgendwie schizophren. Wir haben auf der einen Seite in der öffentlichen Debatte den Eindruck, ja, es gibt quasi keine Arbeitslosen mehr. Wir sind auf dem Weg in die Vollbeschäftigung. Eigentlich haben die ihre Aufgabe erledigt und man könnte sie abwickeln, weil es keine Arbeitslosen mehr gibt. Schaut man aber tatsächlich genau hin, dann sehen wir, dass die Jobcenter unter einem doppelten Problem leiden. Zum einen gibt es noch immer ganz viele Hartz-IV-Empfänger, die dort betreut werden müssen. Gleichzeitig wird ihnen Personal abgebaut und die Leute, die noch da sind, die werden immer schwieriger, bitte in Anführungsstrichen, also komplizierter. Die sind seit Jahren arbeitslos, die haben körperliche Krankheiten, die sind suchtkrank. Ist das denn aus dem öffentlichen Fokus verloren gegangen? Also schaut man immer auf die Menschen, die nur kurz arbeitslos sind und dann wieder in den Arbeitsmarkt integriert sind? In der öffentlichen Berichterstattung und Wahrnehmung, und das ist erstmal kein Vorwurf, dominiert immer die Sichtweise, es gibt den Arbeitslosen oder die Arbeitslosen, wie so eine homogene Gruppe. Und wir denken tatsächlich an jemanden, den man beispielsweise mit ein bisschen Förderung oder mit ein bisschen Druck relativ schnell wieder in einen neuen Arbeitsplatz verschiffen kann. Aber das ist bei vielen Hartz-IV-Empfängern nicht der Fall. Wir haben ja Hunderttausende, die schon seit 5 Jahren ununterbrochen im Leistungsbezug sind, die seitdem nie gearbeitet haben, die auch kaum eine Fördermaßnahme bekommen haben, die trotzdem erwerbsfähig sind. Und diese Leute haben oftmals ganz individuelle Schwierigkeiten, Probleme. Und die hat man überhaupt nicht auf dem Bildschirm, wenn wir über Arbeitslose reden. Und warum ist das so? Also sind die Mitarbeiter überfordert? Die Mitarbeiter in den Jobcentern, ja, das ist ein Riesenproblem. Warum? Weil die Mitarbeiter in den Jobcentern eigentlich eine Arbeit machen, die unzumutbar ist, weil sie es mit ganz vielen unterschiedlichen Biografien, Problemen zu tun haben, die eigentlich eine intensive individuelle Betreuung und Begleitung ja, bedingen. Gleichzeitig aber setzt man Mitarbeiter ein, die oftmals von der Straße aus eingestellt werden, auf befristete Stellen, 1-2 Jahre lang, die mit irgendeinem Hochschulstudium dann für qualifiziert gehalten werden, diese Menschen zu betreuen, die über sehr schwierige Probleme verfügen. Ja, und die können dann sogar und müssen sogar existenzielle Entscheidungen treffen, wie beispielsweise das Hartz IV zu kürzen und den Leuten das Existenzminimum zu entziehen. Heißt das dann, dass sozusagen die Mitarbeiter der Jobcenter manchmal selber Probleme haben mit ihrem Arbeitsplatz? Die Tatsache, dass ein Mitarbeiter des Jobcenters hinter dem Schreibtisch sitzt, ist bei einem nicht geringen Teil so zu verstehen, dass er vorher vor dem Schreibtisch saß und dass er nach seiner Befristung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch wieder vor dem Schreibtisch sitzt. Das heißt, viele der Mitarbeiter, der befristeten Mitarbeiter in den Jobcentern, gehen dann wieder selber in die Arbeitslosigkeit zurück. Was aber das größte Problem bezogen auf die Mitarbeiter, meiner Meinung nach ist, in allen anderen sozialen Berufen, denken Sie an Erzieherinnen, an Pflegeberufe, reden wir über eine Aufwertung, über eine bessere Qualifizierung dieser Berufe. Nur bei den Menschen, die im Jobcenter arbeiten, die als Vermittler oder Fallmanager eben auch existenzielle Entscheidungen für ihre Klienten treffen können und müssen, da begnügen wir uns mit Seiteneinsteigern, die dann in Tageskursen auf ihre neue Arbeit vorbereitet werden. Das ist nicht nur aus Sicht der betroffenen Personen unakzeptabel, sondern eigentlich auch für die Mitarbeiter, die dann natürlich total überfordert sind, oftmals mit dieser komplexen Rechtsmaterie und den vielen persönlichen Problemen, die ihre Kunden mitbringen. Also was bedeutet das, wenn immer mehr Mittel auch gekürzt werden und wie viel ist es? Für die Arbeitslosen im Hartz-IV-Bezug gibt es einen Eingliederungstitel, das ist ein Topf mit Geld, aus dem die gefördert werden können. Dieser Eingliederungstitel ist seit 2011 um 50%, um die Hälfte eingedampft worden. Dort sind Milliarden eingespart worden. Gleichzeitig ist aber die Zahl der Hartz-IV-Empfänger nicht annähernd in der gleichen Größenordnung zurückgegangen. Das heißt, heute hat ein Jobcenter-Mitarbeiter vielfach weniger Möglichkeiten, jetzt
einen Arbeitslosen im Hartz-IV-Bezug zu fördern. Und gleichzeitig hat man die Fördermaßnahmen, die noch am ehesten Sinn machen würden bei diesen Hartz-IV-Arbeitslosen, nämlich auf der einen Seite öffentlich geförderte Beschäftigung über einen längeren Zeitraum oder eine Umschulung in einen neuen Beruf, die aber 3 Jahre dauern kann, die hat man richtig nach unten gefahren. Und wenn man ihnen überhaupt noch was anbieten kann, dann oftmals sehr kurz laufende, nur mehrwöchige Aktivierungsmaßnahmen, wo zum Teil wirklich skandalös sinnwidrige Aktivitäten simuliert werden. Und gleichzeitig werden 10 Milliarden für die Aufstocker ausgegeben, die wiederum in Leiharbeit vermittelt werden. Ist das sinnvoll? Ja, was wir ein weiteres Problem im Jobcenter-Bereich ist, die werden ja auch gemessen an den Integrationen in Arbeit. So, jetzt integrieren Sie jemanden in Arbeit und zwar völlig egal in welche Arbeit, und hier fängt das Problem an. Erstens, 50% derjenigen Hartz-IV-Empfänger, die in Arbeit integriert wurden, kommen innerhalb der nächsten 3 bis 6 Monate wieder zurück in den Leistungsbezug. Und was noch viel schlimmer ist, viele werden in Jobs vermittelt, wo sie so wenig verdienen, dass sie aufstockend weiter Hartz-IV-Leistungen beziehen. Also die Tatsache, dass wir pro Jahr mehr als 10 Milliarden Euro für aufstockende Hartz-IV-Leistungen ausgeben, das ist ein Riesenskandal, weil es handelt sich hier um ein gigantisches Kombilohnprogramm, und zwar nicht für alle Arbeitgeber, sondern im Prinzip für die schlechten Arbeitgeber. Denn die, die sich nicht mehr an Tarife halten oder normale Bezahlung, die ihre Leute so schlecht bezahlen, dass sie dann aufstockend Hartz-IV-Leistungen bekommen, die unterstützen wir ja mit Steuermitteln. Das heißt, ein Arbeitgeber, der normal finanziert, der guckt in die Röhre, wenn der sich um einen Auftrag bewirbt, weil der Lohndumper, der kriegt den Auftrag und seine Leute müssen halt in Jobcenter gehen und dort Hartz IV zusätzlich beziehen. Das ist skandalös, weil es führt zu einer Verzerrung auf dem Arbeitsmarkt, die unerträglich ist und die auch die Volkswirtschaft letztendlich schädigt. Jetzt ist es ja so, dass in manchen Jobcentern immer mehr Sanktionen verhängt werden. Die Zahl der Sanktionen steigt von Jahr zu Jahr auf neue Höchstrekorde. Jetzt lassen Sie uns aber mal genau hinschauen. Der normale Bürger wird denken, wenn er Sanktionen bei Hartz-IV-Empfängern hört, aha, der hat einen Job angeboten bekommen, hat den nicht angenommen, dann kriegt er eine Sanktion. Das kann jeder nachvollziehen. Tatsächlich ist aber der größte Teil der Sanktionen eben nicht auf die Ablehnung einer Arbeit zurückzuführen, sondern auf Meldeversäumnisse. Und jetzt überlegen Sie mal, wie viele Menschen es auch im Hartz-IV-Bezug gibt, die zum Beispiel der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder die überschuldet sind und überhaupt kein amtliches Schriftstück mehr aufmachen. In dem Moment, wo die das verpennen, ja, haben die ein Meldeversäumnis begangen und dann bekommen die letztendlich eine Sanktion, eine Kürzung ihres Existenzminimums. Das heißt also, hier sind sehr viele fragwürdige Sanktionsentscheidungen zu kritisieren. Wenn Sie sich das anschauen und Bilanz ziehen, was ist aus Ihrer Sicht schiefgelaufen und was müsste vor allen Dingen geändert werden? Dass wir heute da stehen, wo wir stehen, auf der einen Seite für die Arbeitslosen, die in der Arbeitslosenversicherung sind, sind die Agenturen für Arbeit zuständig, und wenn die dann länger arbeitslos sind, müssen die ins Hartz-IV-System mit den Jobcentern. Dieses ganze Durcheinander, was wir dort haben, ist leider eine Nicht-Umsetzung in diesem Punkt der Vorschläge der Hartz-Kommission. Denn die Hartz-Kommission ging damals in ihren Vorschlägen davon aus, es gibt nur noch eine Behörde, die sich um alle Arbeitslosen kümmert, egal ob die Arbeitslosengeld 1 oder Hartz IV bekommen. Es gibt nur einen Punkt, da sitzen alle, die sich dann um diese Leute kümmern müssen. Und wir erleben heute, 10 Jahre nach Hartz IV, nach den Hartz-Gesetzen, erleben wir letztendlich die Konsequenzen, dass man diesen Ansatz nicht richtig umgesetzt hat, sondern dass man das ganze System eigentlich komplizierter gemacht hat, als es vor den Hartz-Reformen war.